euch den ersten Vortragenden vorstellen. Das ist der Werner Ilsinger, er ist der Präsident der Digital Society. Er hat eine langjährige Erfahrung im Vertrieb und im Management bei Microsoft. Er war dann Geschäftsführer bei Raiffeisen Informatics Consulting und aktuell ist er Strategieberater und Lektor bei der Universität Klagenfurt. Und Werner, die Bühne ist deine. Schönen guten Abend. Mein Name ist Werner Ilsinger, vorgestellt wurde ich schon. Ich habe die Digital Society vor ungefähr 6 Jahren mittlerweile gegründet. Und der Grund, warum wir die Digital Society gegründet haben, war, weil wir damals miteinander der Meinung waren, dass Digitalisierung viel weniger mit digitalen Geräten und Computern und wie man denn die bedient und was die denn nicht alles können mehr zu tun hat, sondern dass die Digitalisierung in Wirklichkeit etwas verändert hat in uns. Das ganze Thema nennen wir digitale Transformation. Und ich möchte heute ein bisschen über die Unterscheidung zwischen dem Wort Digitalisierung, das wir ständig in den Medien hören, sprechen, und der digitalen Transformation. Was ist denn eigentlich da der Unterschied und warum ist denn das nicht das Gleiche und warum hören wir denn ständig Digitalisierung in Medien und in der Politik? Und über das Thema würde ich gerne heute ein wenig erzählen. Ich bin ja gelernter Nachrichtenelektroniker und als gelernter Nachrichtenelektroniker haben mich diese Dinge, diese Kurven, die man da unten sieht, bereits in der HTL verfolgt. Es geht nämlich darum, was ist eigentlich Digitalisierung? Digitalisierung heißt, dass wir analoge Werte in digitale Formate umwandeln, die dann auch von einem Computer im Grunde genommen verarbeitet werden können. Und wir sehen es, ein analoges Signal auf der linken Seite sichtbar, ist wertekontinuierlich. Das heißt, es kann jeden beliebigen Wert annehmen und das ist eine durchgängige Linie, die wir hier sehen. Ein digitales Signal hingegen wird in Zahlen dargestellt und wir sehen damit, dass wir hier Stufen drinnen haben. Wir können natürlich die Anzahl der Stufen geringer machen, aber es wird immer ein stufiges Signal bleiben, weil sozusagen der Wert dieser Kurve in einer ganzen Zahl ausgedrückt wird. Und wir sehen hier einfach, dass diese Kurve dann eben nicht so geschwungen und rund wie beim analogen Signal ist, sondern hier stufig wird. Der Vorteil von digitalen Signalen ist, dass sie bei uns sozusagen gängige Computer einfach berechnen können und damit umgehen können. Und wir merken damit, dass in den letzten Jahrzehnten im Grunde genommen sehr, sehr viele Dinge, die früher analog waren, in digitale Formate übergeführt worden sind. Also als Beispiel, die Telefonie war früher einmal analog. Da wurden eben solche analogen Signale über die Leitungen übertragen. Das heißt, unsere Sprache sind ja solche Schwingungen, die wurden dann über Leitungen übertragen. Und im Grunde genommen ist jetzt die Telefonie komplett digital und die Sprache wird eben in solchen digitalen Kurven sozusagen übertragen. Also die Sprache wird zuerst digitalisiert, in Nullen und Einsen übergeführt und dann eben digital auch übertragen. Gleiches gilt auch in der Fotografie, gleiches gilt auch für die Musik. Also ich glaube, die wenigsten von uns, außer wahrscheinlich die Fans, die gerne Schallplatten abspielen, haben noch analoge Medien, auf denen die Musik gespeichert ist. Also diese Digitalisierung betrifft im Grunde genommen unsere ganze Welt. Die Digitalisierung hat irgendwann einmal zu dieser Zeit begonnen. Wir sehen hier den ersten sogenannten Turing-mächtigen Universalrechner. Turing-mächtig heißt, er war universal programmierbar. Und der Begriff Turing-mächtig geht zurück auf den Alan Turing, der ein britischer Mathematiker war. Und dem gelang es im Zweiten Weltkrieg, die Enigma zu knacken. Das war die Kodiermaschine der Deutschen. Und da die Engländer da geschafft haben, die Kommunikation der Deutschen abzuhören, war das ein entscheidender Kriegsvorteil. Und es ist
ziemlich wahrscheinlich, dass der Krieg dadurch um viele, viele Monate abgekürzt wurde, weil man eben sozusagen die Unterhaltung des Feindes mithören konnte und wusste, was der Feind vorhat. Also 1945 ist dieser Rechner entwickelt worden und wir sehen hier, diese Rechner haben am Anfang ganze Räume gefüllt und diese Rechner waren natürlich auch im Vergleich zu unseren heutigen Computern nicht allzu mächtig, aber man konnte eben Rechenübungen oder Rechenbeispiele automatisiert lösen. Wir sehen hier ein zweites Bild, das 10 Jahre später entstanden ist, im Jahre 1955, das Mailüfterl. Das ist von Heinz Zemanek an der TU Wien entwickelt worden und ist der erste europäische volltransistorisierte Computer gewesen. Und er hat diesen Rechner Mailüfterl genannt, weil die Amerikaner haben ihre Rechner immer nach irgendwelchen Stürmen wie Hurricane benannt, weil sie so mächtig waren. Und deswegen hat er sich den Spaß gemacht und hat den Computer Mailüfterl genannt. Man kann den übrigens im Technischen Museum in Wien auch noch besuchen. Also diese Rechner und die Digitalisierung hat zu diesem Zeitpunkt eingesetzt. Und da ging es darum, dass einfach neue Technologie auf den Markt gekommen ist und das waren eben diese Rechner. Und heutzutage ist es natürlich noch immer so, dass neue Technologie immer wieder auf den Markt kommt und wir sehen auch Weiterentwicklung dieser Technologien und da geht es immer darum, was kann man denn mit dieser Technologie anstellen und wofür ist diese Technologie denn geeignet? Das Erste, was passiert ist mit der Technologie, ist, dass Unternehmen dann hergegangen sind und die ersten Computer waren ja nicht gerade billig. Ich habe gesagt, also die haben ganze Räume gefüllt und ich selbst habe im Jahr 1987 nach der HTL in einem Rechenzentrum begonnen. Auch damals hat so ein Großrechner noch ganze Räume gefüllt und diese Rechner wurden im Grunde genommen dafür verwendet, um die Prozesse zu optimieren in Unternehmen. Also die Unternehmensabläufe zu verbessern. Und wir haben hier eine Formel aufgeschrieben, die heißt Effizienz ist Ergebnis durch Aufwand. Und um die Effizienz zu steigern, muss ich es schaffen, sozusagen entweder das Ergebnis zu steigern, das heißt den Output, den ich schaffe, den Aufwand zu minimieren oder beides gleichzeitig am besten. Und genau dafür wurden die Computer eingesetzt. Das heißt, man hat Computer verwendet, um einfach schneller zu werden, um Abläufe zu verbessern, um auch weniger Menschen einsetzen zu müssen und vor allem um so schnell zu sein, wie es nie ein Mensch machen könnte. Also eines dieser Beispiele habe ich vorhin auch schon genannt. Der Alan Turing hat den Code der Enigma gebrochen, also diese Verschlüsselungsmaschine der Deutschen. Und das haben vorher viele, viele, viele Menschen versucht, sozusagen in händischer Arbeit zu machen. Und es ist nie gelungen. Ganz klar, weil eben ein Rechner das viel schneller machen kann, als wenn man eben auch sehr, sehr viele Menschen sozusagen auf die Problemlösung draufwirft. Das Thema ist aber, dass viele, viele Firmen sehr lange Zeit vor allem ausschließlich auf dieses Prozessoptimierungsthema gesetzt haben. Und wenn wir uns das betrachten, dann hat es dazu geführt, dass im Grunde genommen immer an der Verbesserung des Bestehenden gearbeitet wird. Weil ich versuche, Prozesse zu verbessern, ich versuche, diese Prozesse schneller zu machen, ich versuche, sie günstiger zu machen und ich versuche, die Effizienz zu steigern. Für Menschen heißt das, dass sie auch viel stärker unter Leistungsdruck gelangen. Ich werde auch inflexibel dadurch, weil je stärkere Vorgaben ich im Prozessbereich habe und je weniger ich mich dort hinaus bewegen darf, desto klarer ist vorgegeben, wie es läuft und desto schwerer kann man sozusagen auf Abweichungen reagieren. Es gibt also kaum oder keine Freiräume. Und es gibt auch wenig oder keine Zeit für Neues.
weil Kreativität kann man nur oder kreativ sein kann man nur dann, wenn ich natürlich auch Zeit zur Verfügung habe, Dinge ausprobieren kann und mir sozusagen freigestellt ist, dass ich gewisse Zeitanteile darin investiere, mir zu überlegen, was könnte man denn komplett neu machen, statt zu überlegen, wie könnte ich jetzt noch ein bisschen schneller, effizienter diesen einen Prozess gestalten. Und wie gesagt, diese Problematik ist uns die letzten auch Jahrzehnte teilweise gefolgt und wir haben sehr, sehr viele Unternehmen gesehen, die versucht haben, sozusagen die Effizienz zu erhöhen. Und so eine typische Bürolandschaft in dieser Zeit würden wir hier sehen. Die Amerikaner sagen zu so etwas Cubicles. Das heißt, wir haben hier ein Großraumbüro, wir haben hier Trennwände aufgestellt. Man sieht zwar, es ist alles digitalisiert, weil wir haben ja irgendwie überall Computer da stehen und die Menschen arbeiten auch mit diesen Computern, aber das ist in Wirklichkeit Prozesseffizienz und zu schauen, dass wir möglichst viel sozusagen von uns zur Verfügung stehenden Ressourcen herausbekommen. Und so eine Ressource ist natürlich ein Computer, aber so eine Ressource sind auch die Menschen, die hier sitzen. Und wenn ich das Bild anschaue, dann erinnert es mich eher an Legehennenhaltung. Und diese Legehennenhaltung im Käfig versuchen wir gerade mühsamst abzuschaffen, weil wir es den Hühnern nicht zumuten wollen mehr. Ich glaube auch, die meisten Menschen wollen eben nicht in solchen Environments arbeiten, sondern Menschen würden gerne viel lieber kreativ arbeiten, würden viel lieber sich einbringen in diesen Themen und zu schauen, wie man denn sozusagen vielleicht auch Dinge verbessern kann. Und ich habe hier ein nettes Zitat mitgebracht. Sie verzeihen die Wortwahl, aber sie ist nicht meine. Der Thorsten Dirks, der ehemalige CEO der Telefonica in Deutschland, also Telekomunternehmen, hat gesagt, wenn Sie einen scheiß Prozess digitalisieren, dann haben Sie einen scheiß digitalen Prozess. Das heißt, wenn ich im Grunde genommen etwas, das vorher schon nicht so besonders gut funktioniert, durch einen Computer unterstütze, dann wird es dadurch nicht besser, sondern ich produziere sozusagen den Output einfach nur schneller. Und das hilft vielleicht nur, schlechte Ergebnisse zu erzielen. Also nur zu digitalisieren, um der Digitalisierungswillen, hilft sozusagen nicht weiter. Und das sollte man sich sehr, sehr stark im Hinterkopf behalten. Wir sehen hier etwas, das passiert ist im Laufe der Entwicklungen, auch eine neue Technologie, die irgendwann einmal auf den Markt gekommen ist, heute nicht mehr wegzudenken von uns. Und wir halten diese Geräte tagtäglich vermutlich mehrere Stunden in den Fingern. Die Innovation wurde in Wirklichkeit durch Apple getrieben, weil Apple hat mit dem iPhone erstmalig ein super leicht mit den Fingern zu bedienendes Gerät auf den Markt gebracht, das im Grunde genommen den Markt für Mobiltelefone vollkommen neu aufgerollt hat. Aber nicht nur für Mobiltelefone, weil die im Grunde genommen ist ja so ein iPhone oder sind auch alle unsere Smartphones, wie wir sie heute verwenden, Taschencomputer. Und Taschencomputer hat es vorher schon gegeben, Mobiltelefone hat es auch vorher schon gegeben, nur Apple hat es geschafft, die sogenannte Usability, also die Benutzbarkeit dieses Gerätes und auch natürlich auch das Marketing so gut hinzubekommen, dass die Leute solche Geräte und die Bedienung so einfach gefunden haben, dass sie solche Geräte haben wollten. Das heißt, Geräte, die ähnliche Funktionen hatten, hat es vorher schon gegeben, lange Jahre, aber nicht eins, das sich so am Markt dann durchgesetzt hat. Und auch das ist ein Faktor der Innovation und wir werden auf das Thema der Innovation und auf die Sicht von Apple Computer auf das Thema Innovation auch nachher noch ein bisschen zurückkommen. Ganz kurz zu etwas, das man auch immer wieder in den Medien hört, nämlich Disruption oder disruptive Innovation. Und diese Grafik kommt von Clayton M. Christensen, der im Grunde genommen, der hat ein Buch geschrieben, The Innovator's Dilemma, und hat dort beschrieben, warum Unternehmen, obwohl sie sozusagen innovativ sind, irgendwann einmal sozusagen sich selbst aus dem Markt befördern.
Und im Grunde genommen glaube ich, dass wir viele auch das Problem schon einmal irgendwie erlebt haben. Wir sehen hier diesen roten Pfeil. Das ist eine evolutionäre Innovation. Das heißt, ich habe ein Produkt, das auf den Markt kommt und das entwickle ich immer stetig weiter. Und irgendwann, also wenn so ein Produkt auf den Markt kommt, dann kann ich es eigentlich nur verkaufen, sobald ich über der strichlierten unteren Linie bin. Die strichlierte untere Linie sind die Leistungsanforderungen am unteren Ende des Marktes. Das heißt, ein Produkt, das weniger als diese strichlierte Linie kann, wird von den Konsumentinnen und Konsumenten einfach nicht gekauft, weil das ist einfach dann sozusagen zu wenig. Und die Unternehmen bringen dann Produkte auf den Markt, die erfüllen dann diese unteren Leistungsanforderungen, werden gekauft und das Produkt wird einfach linear weiterentwickelt. Was dann passiert ist, dass es irgendwann einmal die obere strichlierte Linie erreicht. Das sind die Leistungsanforderungen am oberen Ende des Marktes. Das heißt, die Profi-Anwender. Die Profi-Anwender sagen, damit ich sozusagen glücklich bin, brauche ich diese obere strichlierte Linie. Irgendwann einmal sind aber die Funktionen in den Geräten auch über dieser oberen strichlierten Linie drüber und viele Anwender brauchen diese Funktionen einfach gar nicht mehr. Also wenn Sie sich vielleicht einmal überlegen, welche Geräte Sie zu Hause haben und was die denn alles können, da sind schon in vielen Geräten Features drinnen, die ich habe die noch nie verwendet. Und wenn man das sozusagen weitertreibt, dann bieten diese Dinge da im oberen Bereich auch gar keinen Kaufanreiz mehr, weil einfach die Geräte Sachen können, die in Wirklichkeit keiner braucht oder die vielleicht so versteckt oder kompliziert sind, dass man es auch gar nicht bedienen kann. Was ist jetzt disruptive Innovation? Disruptive Innovation springt sozusagen ein Stück nach vor und ein kleines Stück nach oben. Und wir sehen hier, ich erreiche sozusagen mit einem kleinen Innovationsschritt die Leistungsanforderungen am unteren Ende des Marktes wieder, kann aber ein Produkt auf den Markt bringen, das von der Entwicklung her viel günstiger ist als Mitbewerbsprodukte. Also als Beispiel hier wäre unser iPhone. Unser iPhone ist nicht nur Mitbewerb zu einem Telefon, weil dort ist es nämlich eher im oberen Segment angesiedelt. Es kommt mehr als ein gewöhnliches Telefon. Aber es war auch als Mitbewerb für zum Beispiel Computer angesiedelt. Weil ein solches iPhone ist im Grunde genommen ein Taschencomputer. Und viele Menschen haben dann gesagt, ja, also das, was das so ein Smartphone kann, reicht mir aus und ich brauche eigentlich gar keinen Computer. Ich komme mit so einem Smartphone alleine zurecht. Und Sie werden wahrscheinlich auch in Ihrem Umfeld mittlerweile Personen kennen, die gar keinen Notebook vielleicht besitzen oder keinen Stand-PC zu Hause haben, sondern einfach nur noch mit einem Smartphone oder vielleicht mit einem Tablet mittlerweile vollkommen ihr Auslangen finden. Und diese Geräte sind dann aber günstiger als beispielsweise Geräte, mit denen Sie konkurrenzieren. Und so ein Smartphone ist ja nicht nur ein Computer und ein Telefon. Es ist ja auch gleichzeitig eine Kamera, eine Fitnessuhr und ich weiß nicht, welche Funktionen, sozusagen ein Navigationsgerät. Das ist alles in dieses Smartphone hineingepackt und dieses Smartphone konkurrenziert mit vielen anderen Geräten, die spezialisiert sind und die vermutlich, wenn man sie alle zusammenkauft, ziemlich dramatisch teurer sind als so ein Smartphone. Das heißt, das ist sozusagen die Idee der disruptiven Innovation. Das heißt, in ein neues Marktumfeld einzutreten, wo man sozusagen mit etwas konkurrenziert, das eigentlich vom Mitbewerb so gar nicht als Konkurrenz gesehen wird. Also die PC-Hersteller werden die Smartphones am Anfang gar nicht so als Mitbewerb gesehen haben. Auch bei den Navigationsherstellern wird das am Anfang so gewesen sein, dass sozusagen die gesagt haben, ja, das kann halt ein bisschen, aber das wird eh nie. Ja, leider nein, die Dinge haben sich dann weiterentwickelt und mit dem nächsten Innovationsschritt waren diese Smartphones vielleicht schon auch deutlich besser als vielleicht Geräte, die für diesen Zweck entwickelt wurden. Und solche Dinge passieren uns immer wieder. Ich habe hier unten auf der linken Ecke die Mitarbeiter der Deutschen Bank über die Zeitleiste hier als Kästchen eingetragen. Also ich glaube, wann war das? 1992
hatte die Deutsche Bank einen Höchststand von 60.000 Mitarbeitern und 2005 waren es nur mehr 25.000 Mitarbeiter. Und mein ehemaliger Chef, der Bill Gates, hat einmal gesagt, und das haben die Banken echt übel genommen, Banking is necessary, but banks are not. Und was er damit gemeint hat, war, ich brauche keine Bankfilialen, weil ich kann im Grunde genommen meine Geldgeschäfte alle online erledigen. Wozu soll ich in eine Bank gehen? Und genau diesen Lerneffekt haben die Banken im Grunde genommen ab dem Jahr 2000 gemacht. Meine Großmutter war noch der Meinung, dass Bankbeamtin, hieß ja auch so schön, der Begriff, der sicherste Job auf diesem Planeten ist, und hat meiner Cousine damals den Rat gegeben, ja, nicht ihre Tätigkeit, weil sie hat damals ein Praktikum in der Bank gemacht, in der Bank aufzugeben und ja, nicht Chemie zu studieren, weil so einen Bankjob gibt man einfach nicht auf. Und in Wirklichkeit glaube ich, sie hat ganz gut daran getan, wenn man sich diese Kurve anschaut, weil eben die Banken sehr, sehr viele Dinge an die ganze Online-Banking-Thematik verschoben haben und in Wirklichkeit in vielen Bereichen Beratungsleistungen eben nur noch für ganz, ganz hochwertige Produkte einen Sinn machen, weil ich kann heute ja gar nicht mehr so richtig für eine Überweisung in die Bank gehen, weil das hat man mir ja vor allem auch mit den Tarifen, die die Banken da verlangen, ausgetrieben, selbst wenn ich es wollte. Andere Dinge, die wir hier sehen, und ich greife jetzt vielleicht auch nur noch die Thematik mit dem Handel heraus. Natürlich hat jetzt die Corona-Krise das Thema Onlinehandel noch dramatisch beflügelt und die Umsatzzahlen des Onlinehandels sind explodiert. Und wir sehen hier, dass die Onlinehändler, also Amazon.de und auch Zalando, haben dramatisch mehr Umsatz gemacht als die davor gehenden Platzhirschen im Remote-Handel, nämlich Universalversand und Otto. Die beiden waren ja, und ich kann mich noch daran erinnern, diese Kataloge, die man zugeschickt gekriegt hat, die sind jetzt alle aufgelassen worden, aber die beiden waren der Versandhandelskaiser im deutschsprachigen Raum. Und in Wirklichkeit haben ihnen hier auch digitale Unternehmen komplett den Rang abgelaufen, weil man sich halt nicht rechtzeitig darauf eingestellt hat, dass das Geschäftsmodell sich verändert, weil eben Kataloge verschicken ist durchaus extrem teuer und im Grunde genommen ist es halt im digitalen Umfeld wesentlich günstiger. Aber das Zweite, und da ist Amazon einer der ganz Führenden, weil Amazon hat das auch in ihrer Firmenstrategie drinnen. Amazon hat sich auf die Fahnen geheftet, dass es das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt sein möchte. Also wir wissen alle, es ist nicht das mitarbeiterfreundlichste Unternehmen der Welt. Das ist es nicht. Und Amazon ist auch sicher nicht das am bravsten steuerzahlende Unternehmen der Welt, aber es hat sich auf die Fahnen geheftet, das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein. Und ich weiß nicht, welche Erfahrungen Sie gemacht haben, aber ich kenne viele Leute, die sagen, ja, also mit Amazon habe ich einfach noch nie Probleme gehabt. Wenn etwas nicht klappt, dann drucke ich mir den Rücksendeschein aus, trage es auf die nächste Post. Und sobald das Ding bei der Post gescannt ist, habe ich 5 Minuten oder eine Viertelstunde später die Gutschrift von Amazon schon erhalten. Es diskutiert niemand mit mir, warum ich dieses Teil zurückschicke, ob ich vielleicht schuld bin daran, dass es nicht mehr funktioniert. Es wird einfach im Sinne des Kunden gelöst. Ich habe keinen Ärger. Und genau das ist der Fokuspunkt hier, nämlich die Benutzerfreundlichkeit. Und auch um das geht es im Grunde genommen. Recht sehen wir hier diesen großen Kampf zwischen Taxi und Uber, den jetzt sozusagen einmal die Taxiunternehmen in Österreich aufgrund der neuen Regulierung für sich entschieden haben. Aber bei Taxi versus Uber nimmt man immer an, es geht um den Preis. In Wirklichkeit geht es bei Taxi versus Uber aber um die Bequemlichkeit. Also ich kann in Moskau vor die Türe gehen, ich klappe die Uber-App auf, ich kann mir einen Wagen bestellen, ich weiß, bevor ich in den Wagen einsteige, wie viel mich der kostet und ich weiß, wie lange er ungefähr brauchen wird, dass er mich ans Ziel bringt. Wenn ich beispielsweise in Moskau in ein Taxi einsteige, dann zahle ich den Touristentarif,
Ich habe Kommunikationsschwierigkeiten, weil der Taxilenker wahrscheinlich nur Russisch spricht und einen Haufen anderen Ärger. Also ich bin auch in Wien einiges an Taxi gefahren. Wir sind dann dort auch von allen möglichen Dingen untergekommen. Solche Dinge kommen einem bei Uber auch nicht unter, weil der Fahrer bewertet den Kunden und der Kunde bewertet den Fahrer und das Fahrzeug. Damit ist das Fahrzeug euch meistens in Ordnung, die Fahrer freundlich und das funktioniert soweit. Und Digitalisierung, das allerletzte, wo man daran denkt, ist da unten rechts die Landwirtschaft. Aber gerade die Landwirtschaft ist etwas, wo die Digitalisierung sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Wir sehen hier als Beispiel eine Drohne, die über ein Feld fliegt. Ich habe Dokumentationen gesehen über Schädlingsbekämpfung, wo man sozusagen über Bilder auswerten kann, wo denn hier Schädlingsbefall ist und den Punkt genau einsetzen kann. Die Vermessung der Felder, zu schauen, wie die Ernte ist. Die Traktoren werden auch GPS gesteuert, über das Feld geschickt. Es wird dort genau gesteuert, wie viel Samen, wie viel Dünger und andere Dinge sozusagen hier dosiert wird. Und das geht weiter bis in den Stall, wo in den Stallungen sozusagen auch alles automatisch und elektronisch und digital geregelt wird. Also dort denkt man eigentlich am allerwenigsten an dieses Thema Digitalisierung, aber das ist einer der Bereiche, der wirklich sehr weit fortgeschritten ist. Ich habe vorhin schon gesagt, also Innovation, worum geht es eigentlich darum? Also es geht nicht darum zu sagen, ich möchte jetzt sozusagen eine neue Technologie einsetzen, sondern es geht darum, dass ich mir überlege, was will mein Kunde? Was wollen meine Kundinnen und Kunden? Und was würden sich die denn wünschen? Und Steve Jobs hat gesagt, you've got to start with the customer experience and work backwards towards the technology. Das heißt, ich starte damit, was meine Kunden wollen und welche Kundenerfahrung sie haben wollen und überlege mir danach, wie die Technologie ausschauen sollte oder welche Technologie ich einsetzen könnte, um sozusagen dem Kunden die bestmögliche Kundenerfahrung zu bieten. Und genau das ist ja auch mit dem iPhone gelungen. Das iPhone ist deswegen so erfolgreich gewesen, weil die Kunden gesagt haben, das ist klasse zum Bedienen, das ist super, mit dem kann man arbeiten. Und ja, natürlich macht Apple oder hat Apple ein ausgezeichnetes Marketing auch dahinter gesetzt. Aber wenn die Kunden nicht gesagt hätten, dieses Gerät ist fantastisch zu bedienen, hätte sie sich auch nicht verkauft. Das heißt, dieses Start with the Customer Experience ist etwas, das sich sozusagen moderne Unternehmen auf die Fahne schreiben. Und eben Amazon ist auch so ein Unternehmen. Es sagt, der Customer ist der Wichtigste für mich und die Kundenzufriedenheit ist das Wichtigste für mich. Und dann überlegen wir, welche Technologien wir einsetzen, damit sozusagen diese Customer Experience wirklich gut funktioniert. Und das ist sozusagen der Kernpunkt des Ganzen. Es gibt auch ein Zitat, das dem Henry Ford zugeschrieben wird, der gesagt hat, ja, also wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie gerne gehabt hätten, hätten sie mir gesagt, schnellere Pferde, damit die Kutsche schneller fährt. Aber mit dem Kunden fragen sozusagen alleine kommt man auch nicht ans Ziel, sondern man muss erraten, was die Kunden denn haben wollen und was denn ein Problem der Kunden lösen könnte. Und genau darum geht es hier. Das heißt, wir haben hier eine neue Scheibe dazu gekommen zu den beiden Scheiben, die ich vorher eben schon aufgezeigt habe, die Technologie und das Business und die Prozessoptimierung. Da kommt jetzt der Mensch viel stärker in das Spiel. Und der Mensch als Kundin und Kunde und Mitarbeiterin und Mitarbeiter. Und hier ist im Grunde genommen die Frage, welche neuen Funktionen kann ich denn zur Verfügung stellen, auf die die Menschen, meine Kunden, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon immer gewartet haben? Also wie kann ich den Menschen die Aufgaben, die sie zu lösen haben, erleichtern? Also wie kann ich beispielsweise den Bestellprozess erleichtern? Wie kann ich es erleichtern, die Produkte wieder zurückzuschicken bei Amazon? Wie kann ich erleichtern, dass der Kunde weiß, wo sein Produkt gerade ist? Ich kriege Versand
Versandbestätigungen, ich kriege eine Nachricht, dass mein Packerl mittlerweile nur noch 2 Stops von mir entfernt ist. Also ich kann mir ungefähr ausrechnen, wenn das Packerl bei mir eintreffen wird, all diese Dinge. Also das sind neue Funktionen, die natürlich über Technologien zur Verfügung gestellt werden. Und das Zweite, was die Firmen damit versuchen zu schaffen, weil das war früher in Wirklichkeit nebensächlich, eine emotionale Bindung zu den Unternehmen zu schaffen. Das heißt, dass Kundinnen und Kunden, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Unternehmen gern haben. Dass sie gern für das Unternehmen arbeiten, aber dass sie auch gern für das Unternehmen bei dem Unternehmen kaufen. Und wenn wir sozusagen diese 3 Scheiben und diese 3 Felder mit also Prozessoptimierungen, neue Funktionen und der emotionalen Bindung zusammen betrachten, dann ist die Schnittmenge das, das sozusagen die digitale Transformation verursacht. Und warum muss ich schauen, dass Menschen im Grunde genommen glücklich sind, sowohl für ein Unternehmen zu arbeiten, als auch bei dem Unternehmen zu kaufen? Naja, Unternehmen sind gerade durch diese Smartphones, die wir vorher gesehen haben, viel transparenter geworden. Das heißt, wenn ich heute auf Geizhals gehe, dann kann ich schauen, welches Unternehmen hat im Umkreis von Wien irgendein Produkt lagerfähig und welcher von den Firmen, die dort sozusagen das gleiche Produkt anbieten, hat denn auch die besten Bewertungen, welches hat vielleicht offen, welches bietet derzeit, weil wir ja gerade wieder in einem harten Lockdown sind, Click and Collect an. Das heißt, wo kann ich das Produkt denn vielleicht auch kaufen? Und bei den Bewertungen, wie gut ist denn das Unternehmen? Wie gut ist denn das Produkt, das ich mir hier anschaue? Kann ich mit den Bewertungen sehen? Das konnte man früher nicht. Früher war im Grunde genommen eine Produktempfehlung etwas, was ich von einem Bekannten gekriegt habe, weil der gute Erfahrungen gemacht hat. Heute ist es im Internet über Suchmaschinen sehr, sehr leicht findbar. Und bei Menschen, die bei Unternehmen arbeiten, Unternehmen haben derzeit das Problem, dass Facharbeiter sehr schwer zu finden sind. Und das muss man sich auch im Kontext von Corona vorstellen. Wir haben derzeit die größte Arbeitslosigkeit seit dem Zweiten Weltkrieg durch die Corona-Krise. Trotzdem finden Unternehmen also nicht ausreichend Facharbeiter am Arbeitsmarkt. Und auch dort ist es wichtig, dass ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mein Unternehmen binde und dass diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter extrem gerne auch für das Unternehmen arbeiten. Weil nur zufriedene Mitarbeiter werden auch zufriedene Kunden schaffen und nur zufriedene Mitarbeiter werden bei meinem Unternehmen auch bleiben. Und deswegen ist genau dieses Thema emotionale Bindung hier ganz wichtig. Der alte Fokus ist also das Thema Prozessoptimierung gewesen. Der neue Fokus ist der Fokus auf uns Menschen. Das Ganze sitzt jetzt auf einem Sockel und der Sockel ist im Grunde genommen etwas, das wichtig ist, damit das Ganze funktioniert. Bei der Sicherheit geht es darum, dass die IT-Systeme des Unternehmens sicher sind, weil wenn Daten gestohlen werden, wenn vielleicht meine Kreditkartendaten abhanden kommen, wenn meine persönlichen Daten gestohlen werden, wenn vielleicht irgendwelche Systeme gar nicht mehr funktionieren. Also es gab schon Fälle, wo bei den Hotels sozusagen die Codeschlösser an der Türe nicht mehr funktioniert haben durch einen Hackerangriff und die Hotelgäste alle in ihren Zimmern eingesperrt waren oder nicht mehr in die Zimmer konnten. Also so etwas ist ganz, ganz schrecklich für Unternehmen und wir hören ja fast wöchentlich Berichte, wo eben Sicherheitsprobleme in großen Unternehmen aufgetaucht sind. Dann der zweite Themenbereich, Regularik. Da geht es um Gesetze, die Unternehmen fordern, dass sie bestimmte Dinge einhalten, also gesetzliche Regelungen, die eingehalten werden. Da sind bestimmte Industrien sehr, sehr stark reguliert. Aber wir kennen auch ein gutes Beispiel in der Automobilindustrie, wo sich der Volkswagen-Konzern nicht an Gesetze gehalten hat, versucht hat zu tricksen und dort bestimmte Dinge sozusagen, wenn man so will, gefaked hat. Das verursacht natürlich etwas,
nämlich einen großen Schaden in der Reputation. Und wenn ich sage, okay, ich möchte als Unternehmen eine emotionale Bindung aufbauen und ich möchte haben, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und meine Kundinnen und Kunden gern bei mir einkaufen, also wenn sozusagen dieses Fundament nicht in Ordnung ist, dann wird auch der Rest nicht funktionieren. Was bedeutet das für uns Menschen also? Wir bekommen durch die digitale Transformation vieles an neuen Funktionalitäten. Und vieles können wir fast gar nicht mehr wegdenken. Wenn wir uns überlegen, wofür wir denn unser Smartphone heute alles verwenden, dann sind da schon sehr, sehr viele Dinge dabei, die unser Leben viel einfacher machen. Das heißt, die Bequemlichkeit in vielen Belangen ist hier etwas, das sehr positiv ist. Es gibt eine Veränderung der Berufsbilder. Jetzt kann man sagen, ja, das ist vielleicht weder positiv noch negativ, aber es werden viele Berufsbilder einfach verschwinden. Also wenn wir uns überlegen, es wird zwar noch eine Zeit lang dauern, aber es wird irgendwann einmal selbstfahrende Autos geben, dann wird der Beruf des Chauffeurs wahrscheinlich nicht mehr benötigt werden. Und zwar, das heißt es für Lkw-Chauffeure, das heißt es aber auch für Taxichauffeure oder Mietwagenchauffeure. Also im Grunde genommen wird es dieses Berufsbild nicht mehr geben. Wenn ich mir das als Kindheit überlege, ich bin in der Straßenbahnlinie 67 immer gefahren, da ist der Schaffner hinten drinnen gesessen. Das Berufsbild des Schaffners gibt es nicht mehr. Der Schaffner ist durch einen Entwertungsautomaten ersetzt worden. Dort stempelt man seine Fahrkarte ab. Früher hat das der Schaffner gemacht, der da hinten drinnen gesessen ist. Dem hat man den Fahrschein gegeben, der hat ihn abzwickt. Und das ist im Grunde genommen, steht so etwas vielen Berufsbildern bevor. Aber es werden neue Berufsbilder entstehen. Also beispielsweise Datenanalysten, gerade im IT-Bereich gibt es sehr, sehr viele neue Jobs, die auch entstehen. Social Media Berater hat es wahrscheinlich vor nicht allzu vielen Jahren noch gar nicht gegeben. Also solche neuen Berufsbilder entstehen ständig. Die Fragestellung, die wir uns als Gesellschaft nur stellen müssen, ist, wie bewegen wir sozusagen Menschen von den einen Berufsbildern in die anderen Berufsbilder? Und da ist sicher Bildung der einzige Weg, der uns hilft. Und die Fragestellung ist halt auch für Unternehmen, wie schaffe ich es rechtzeitig sozusagen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen weiterzubilden? Weil wenn es eh so schwierig ist, Fachkräfte zu finden, wie schaffe ich es dann, dass ich sozusagen mir selbst auch meine eigenen neuen Fachkräfte heranbilde? Der nächste Bereich ist weniger Privatsphäre. Da gibt es ja ein schönes Zitat von Facebook, wo gesagt wurde sozusagen, ja, also Privatsphäre gibt es eh nicht mehr, lebt's damit, liebe Kunden. Also je mehr über uns gespeichert ist und in Erfahrung gebracht wird, desto mehr Gefahr besteht, dass sozusagen Daten entweder gegen uns verwendet werden, missbräuchlich verwendet werden oder eben auch abhanden kommen. Und wir haben das jetzt erst vor kurzem einmal mitgekriegt wieder, ich glaube vorige Woche war es, dass von einem der Impfzentrenbetreiber die Daten der Corona-Impfung irgendwie im Internet gelandet sind. Das sind ganz, ganz heikle Daten, weil es Gesundheitsdaten sind und sowas sollte halt einfach nicht passieren. Aber es passiert. Globalisierung ist auch ein ganz großes Thema. Das heißt, die Grenzen der Staaten sind in Wirklichkeit für digitale Geschäfte unerheblich. Weil es gibt keine Grenze mehr. Also ich kann mir heute, wenn ich sage, ich möchte mir zum Beispiel ein Logo designen lassen, dann kann ich das in beispielsweise Indien in Auftrag geben und ich kriege dort ein halbwegs passabel designtes Logo um 5 Euro. Das ist in Österreich einfach nicht machbar, weil kein Designer um 5 Euro es schafft, ein Logo zu designen. Das heißt, ich habe hier einen Wettbewerb zwischen einem österreichischen Designer, der ein Logo in digitaler Form designt, das im Grunde genommen danach eine Grafikdatei ist, die übers Netzwerk übertragen werden kann. Und mir als Kunde ist mir eigentlich wurscht, wo der Designer sitzt. Ich würde vielleicht noch mit ihm gerne reden wollen würden, dass ich ihm halt erkläre, was ich da eigentlich haben möchte, wenn das notwendig ist. Aber ansonsten ist es vollkommen unerheblich, wo der Dienstleister sitzt.
Das ist eines der Probleme, das wir haben. Das heißt, wir haben einen Mitbewerb zwischen Ländern, die halt ganz andere Sozialsysteme haben, und Österreich. Und der zweite Bereich ist, dass auch die Regularik ein wenig zahnlos ist. Weil wenn Unternehmen sozusagen global agieren, dann lassen sie sich von einem kleinen Österreich relativ wenig erklären. Das heißt, also wenn Österreich hergehen wollen würde und einer der global agierenden Konzerne versucht, auf die Zehen zu steigen, dann haben wir schon manchmal gehört, na gut, dann nehmen wir das Ding halt vom österreichischen Markt, weil 0,5% des weltweiten Umsatzes ist uns den Aufwand einfach nicht wert. Und wenn das eine Plattform ist, die von den Menschen aber sehr gern verwendet wird oder wo es vielleicht auch gar nicht viel Alternativen gibt, dann ist die Drohung schon ganz gut und wirkt meistens auch. Damit ist halt auch das Thema, dass halt Regierungen teilweise gegenüber solchen Konzernen nicht allzu viel Auftrag haben. Entscheidungen werden auch verstärkt durch Computer getroffen. Das ist vielleicht auch nichts Schlechtes, weil Entscheidungen, die von Computern getroffen werden, sind vielleicht auch nachvollziehbarer als Entscheidungen, die von einem Menschen getroffen werden. Also da gibt es ein Regelwerk dahinter und der Computer entscheidet nach diesem Regelwerk. Also das, was in Österreich durchaus gang und gäbe ist, was, du kennst niemanden, aha, deswegen hast du keine Corona-Impfung gekriegt, das ist mit dem Computer schwer möglich, weil der Computer hält sich sozusagen an die Regeln und da geht es einfach dann genau nach diesen programmierten Regeln, die dann da drinnen liegen. Also kann gut sein. Auf der anderen Seite bei Härtefällen, wenn man sozusagen die menschliche Komponente da ein bisschen besser betrachten möchte, ist es vielleicht doch leichter, mit einem Menschen zu reden und dem das zu erklären und nicht nur einfach durch Zahlen, Daten, Fakten wird das entschieden. Und ich kann eigentlich gar nicht erklären, warum die Zahlen und Daten und Fakten vielleicht gar nicht so das Bild widerspiegeln, wie ich denke, dass meine Lebenssituation derzeit ist. Das heißt, wir als Menschen sind von einem Veränderungsprozess betroffen. Und ich habe hier ein Zitat von George F. Westerman, das mir sehr gut gefällt drinnen. Der ist ein Forscher am MIT Sloan, der sagt, when it comes to digital transformation, digital is not the answer, transformation is. Das heißt, digital ist eigentlich wurscht. Es geht um den Veränderungsprozess. Der Veränderungsprozess, den unsere Gesellschaft derzeit durchmacht und der sehr grundlegend ist. Wir merken es vielleicht nicht, aber es verändern sich derzeit wirklich sehr, sehr viele Dinge rund um uns herum und wir nehmen das einfach wieder wirklich für gegeben hin. Und Definition, die hier sozusagen läuft, ist, die digitale Transformation, auch digitaler Wandel, bezeichnet einen fortlaufenden, in digitalen Technologien begründeten Veränderungsprozess. Das heißt, die digitalen Technologien sind der Auslöser der Veränderung und vielleicht auch die Lösung dafür. Und in wirtschaftlicher Hinsicht sind speziell Unternehmen davon betroffen. Ich komme noch einmal als Abschlussfolie zurück zu dem, was die Sonja auch in der Einleitung gesagt hat. Die Digital Society unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, die digitale Transformation, also diesen Veränderungsprozess, gemeinsam positiv zu gestalten und auch für uns positiv zu nutzen. Und wenn Sie uns dabei gerne unterstützen wollen, dann kostet das für eine volle Mitgliedschaft ungefähr 2 Kaffee, wenn man es umrechnet. Das heißt, wenn Sie die Digitalks für wertvoll finden, wenn Sie gerne Ihre Meinungen und Ihre Probleme bei uns einbringen wollen, dann geht das um 2 Kaffee pro Monat. Und wir glauben, dass das wert sein sollte. Derzeit gibt es auch bis Juni noch, auch aufgrund der Corona-Krise, einen Gutscheincode, wenn man sich anmeldet für eine private Mitgliedschaft. Der Gutscheincode ist MARBRIEF, also für
MAR und PRIV. Wenn man das eingibt, das Gutscheincode, dann wird 10% abgezogen. Wir haben auch ermäßigte Mitgliedschaften. Da wird nicht gefragt, warum man die braucht. Also das Entscheidungskriterium ist, ich kann mir die ganze Mitgliedschaft nicht leisten. Dann kostet die Mitgliedschaft nur noch einen Kaffee pro Monat, nämlich 5 Euro rund. Und dann ist man auch sozusagen dabei. Gedacht ist das natürlich für Studentinnen, Studenten, Pensionistinnen, Pensionisten, Arbeitssuchende, also Menschen, die halt gerade nicht ganz so einfach haben, aber auch vielleicht von unseren Leistungen profitieren wollen. Damit bin ich sozusagen am Ende angelangt. Danke, Werner, für den sehr aufschlussreichen Vortrag zum Thema digitale Transformation. War sehr, sehr viel Inhalt. Und was ich jetzt weiß, ich werde im Technischen Museum jetzt dann einmal das Mailüfterl besuchen gehen, weil mit dem hat in Österreich sozusagen alles gestartet. Und ich möchte jetzt den zweiten Vortragenden vorstellen. Das ist der Alfons Barowski. Er ist Vizepräsident der Digital Society, Society Institute. Er hat mehr als 30 Jahre IT-Erfahrung und er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Thema digitale Transformation. Und er wird uns heute etwas dazu sagen, wie die digitale Transformation in Österreich ausschaut. Bitte, Alfons. Vielen Dank, liebe Sonja. Herzlich willkommen. Schönen Abend an alle. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie können die Folien einwandfrei sehen. Sonja hat mich schon vorgestellt. Heute spreche ich zu Ihnen als Geschäftsführer des Digital Society Institutes. Das haben wir als Verein deswegen gegründet, weil wir gesagt haben, wenn wir die Transformation positiv gestalten wollen, müssen wir auch mit Zahlen, Daten, Fakten kommen. Also wir brauchen auch Studien und Zahlen, Daten, Fakten. Und dazu haben wir uns einmal überlegt, am Anfang stand das Vorgehensmodell. Mir hat einmal einer meiner Professoren gesagt, es gibt nichts Schöneres als ein Modell. Das ist zwar nie hundertprozentig die Abbildung der Realität, aber man kann besser darüber sprechen und die Deltas dazu feststellen. Wir haben das im Prinzip in 4 Quadranten geteilt. Also der eine Quadrant, das Thema Führung, deckt ab das Thema Strategie und Management. Ich gehe da ganz schnell drüber, dann das Thema Innovation. Wir haben heute schon von Steve Jobs über die Kundenerfahrung gehört. Produkte und Innovationen sind natürlich auch ganz wesentlich. Der Werner Ilzinger hatte das davon schon gesprochen. Dann gibt es natürlich das ganze Thema der Agilität. Wie werden wir schneller und effizienter? Ja, das ist natürlich nach wie vor ein Thema. Aber ein ganz, ganz wesentliches Thema ist, wie schaffen wir denn aus Daten Wissen, sodass wir die dann auch wiederum im System und dem Management zur Verfügung stellen, um darauf reagieren zu können. Wir kommen dann nachher in der Vorstellung der Studie noch darauf zu sprechen. Und last but not least, Kultur, Unternehmenskultur. Es braucht die Organisation, es braucht die Unternehmenskultur, damit die Führung nicht alleine vorangeht und hinten auch folgt ihr keiner. Und natürlich im Zentrum am Ende des Tages stehen natürlich immer die technologischen Anwendungen. Aber ich vergleiche das immer ganz gern mit einem Aufhängen von einem Kästchen, von einer Kücheneinrichtung oder sowas. Es kommt halt darauf an, wofür ich die Technologie verwende. Wenn ich also die große Profi-Hilti-Maschine habe und in eine sehr teure Keramikfliese auf einer Ütungwand bohre, kann sein, dass ich mir die Fliese ruiniere, weil die Technologie nicht dazu passt. Wenn ich ihn doch durch eine Stahlbetonwand bohren muss, wird die Profimaschine vielleicht die richtige Wahl sein. Also die Technologie muss eigentlich dem Unternehmer und diesem ganzen Kreis folgen, so unser Modell. Wenn wir uns jetzt anschauen, digitale Geschäftsmodelle, dann hat die Adventure-Studie 2018 gefragt, was denn Organisationen unter digitaler Transformation verstehen. Und 67% haben gesagt, die Transformation ist die Optimierung des Bestehenden. Diesen Herrn, den Thorsten Dirks, haben Sie heute schon einmal gehört von Werner Ilzinger. Ich muss also jetzt das Zitat nicht noch einmal wiederholen. Aber wenn ich nicht den Prozess unter die Lupe nehme und schaue, die digitale Transformation ist eine Chance, die kann ich dazu nutzen, meine Prozesse zu verbessern und ein besseres Kundenerlebnis zu gestalten. Wenn ich es einfach nur schneller mache,
wird es damit nicht unbedingt besser. Wir haben dazu in unserer Studie gefragt, wie es denn aussieht in Richtung kundenzentriertes Geschäftsmodell. Kennen wir die Zielmärkte und den Kundennutzen? Und die aktuellen Zahlen sagen, dass 47% der Unternehmen im überwiegend zustimmenden Quartil sind und ungefähr 53% neutral bis negativ. Und da stellt sich mir die Frage, wird die digitale Transformation immer noch falsch verstanden? Und für uns als Auftrag, als Verein, wie können wir noch besser in der Breite wirken, um hier Aufklärung zu treiben? Und da sind auch Sie natürlich herzlichst eingeladen, mitzuwirken und aktiv zu werden. Je mehr wir sind, die aufklären und die Information nach außen tragen, desto besser ist es für uns und für die Gesellschaft. Wenn wir uns jetzt die Strategie anschauen, MIT hat 2015 untersucht, wie denn die Digital Majority in Unternehmen ist. Und hier sind auch die Autoren dazu genannt. Dann zeigt sich, dass eigentlich alle mit einem Thema kämpfen, nämlich zu viele Prioritäten. Und natürlich ist das jetzt eine Milchmädchen-Weisheit, aber der Professor Porter hat schon gesagt, the essence of strategy is choosing what not to do. Also diese Refokussierung, was wollen wir denn tun, was wollen wir denn vor allem nicht tun und zu viel tun, macht es natürlich nicht leichter und speziell nicht in der digitalen Transformation. Das heißt, sich zu überlegen, wie ich ein Right-Sizing zusammenbringe, muss ich denn unbedingt alles selbst machen? Make-or-buy-Decision und all diese Themen in der Strategieüberlegung sind hier ein Thema. Wenn wir uns das Thema Ressourcen anschauen, auch dazu haben wir gefragt, haben wir denn ausreichend Ressourcen? Und die Überraschung ist natürlich in dem Fall jetzt nicht unbedingt sehr groß gewesen. Wir haben ja von dem Taylorismus von Werner Ilsinger auch schon gehört, dass Unternehmen gesagt haben, wir müssen immer mehr und besser optimieren. Ist natürlich verständlich aus einer kaufmännischen Sicht, aber natürlich nimmt man sich den Slack, die Freiräume heraus. Und damit ist natürlich im Operativen wenig Platz für Innovationen und für freies Denken. Und hier stellt sich mir die Frage, verhindern die fehlenden Ressourcen durch eventuell mangelnde Priorisierung tatsächlich die Veränderung? Wenn dem so ist, ist es eine Aufgabe an das Management und die Geschäftsführung, hier gegen zu steuern oder die Schumpeterfalle zu erleben, denn auch davon haben wir heute schon ein bisschen was gehört. Kundenzufriedenheit, wir hören ja immer wieder, dass Kundenzufriedenheit ganz, ganz wichtig ist. Und wir sehen also in unserer Studie, dass 70% der Unternehmen, die hier geantwortet haben, vielleicht zur Info, in dieser Studie nehmen ausschließlich Unternehmen teil und hier ausschließlich Geschäftsführer oder beziehungsweise erste Führungsebene, Finanzvorstand oder sowas in der Art. Und fast 70% sagen, ja, Kundenzufriedenheit hat oberste Priorität bei uns. Das sind fast 3/4. Das klingt einmal prinzipiell super und müsste uns eigentlich zeigen, dass alles toll ist und wir für Amazon eigentlich auch im Handel keine Angst haben müssten. Wenn wir uns jetzt aber ansehen auf die Frage, was machen wir denn mit dem Kundenfeedback? Erfassen wir denn das gesamtheitlich? Nämlich vom persönlichen Kontakt bis hin über Social Media Webseiten und so weiter. Führen wir regelmäßige Befragungen durch, weil einmal befragt ist keinmal befragt, sage ich immer, dann sehen wir, dass lediglich 22% der befragten Managerinnen und Manager von Unternehmen sagen, ja, da schätzen sie sich gut ein. Und da stelle ich jetzt die provokante Frage, wollen wir nicht hören, was unsere Kunden zu sagen haben? Das kann ja mitunter auch unbequem sein. Und ich müsste mich ja auch anpassen. Und wenn ich noch etwas frage, will ich denn darauf auch reagieren? Also die Nachdenkfrage ist, wollen wir es wissen? Und wenn wir es nicht wissen wollen, wie geht es dann mit unserem Mitbewerber? Vielleicht fragt der, vielleicht will es der wissen. Kommunikation, einheitliche Kommunikation auf allen Kanälen, auch das ist natürlich eine schwierige Herausforderung für Unternehmen. Wir haben ja verschiedenste Kommunikationskanäle, Telefon, Website, Social Media, unsere Mitarbeiter, unsere Service-Mitarbeiter etc. Aber schaffen wir es hier, ein konsistentes Kundenerlebnis zur Verfügung zu stellen für unsere Kunden? Und wenn wir uns anschauen,
dass nur 32% sagen, ja, das sehen wir gut, sind wir gut aufgestellt, dann stellt sich die Frage, nicht nur hören wir von unseren Kunden, sondern kommunizieren wir auch mit diesen Kunden konsistent? Und was könnte uns für eine Herausforderung auf der Managementseite in der Geschäftsführung blühen, wenn wir das nicht tun? Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, dass ich auf diese Thema im Detail eingehe, aber Sie können vieles davon im Digibarometer auch nachlesen. Eine Frage, die uns nur bedingt beliebt gemacht hat in der IT-Branche, war, ist unsere ICT, also sprich, ist unsere IT für unsere Unternehmensprozesse unterstützend und sind wir flexibel genug, um uns bei Veränderungen anzupassen? Und da haben nur 30% der Manager und Managerinnen gesagt, ja, dem können wir zustimmen. Und natürlich nicht unprovokant für die IT ist hier die Frage, wird die IT im Unternehmen als Hindernis gesehen, anstatt als Wettbewerbsfaktor? Und dazu muss ich jetzt gleich natürlich die Lanze brechen für die IT. Wenn man natürlich die IT prinzipiell einmal nur unter dem Finanzvorstand ansiedelt und prinzipiell einmal nur schaut, wie kann ich in der IT von einem Jahr aufs andere die Kosten noch weiter senken, dann darf ich mich natürlich auch nicht wundern, wenn die Flexibilität auch immer mehr abnimmt. Ja, das heißt, you get what you pay for. Je weniger ich in die IT investiere, desto weniger kann sie mich natürlich auch als Wettbewerbsfaktor unterstützen. Beziehungsweise, wenn wir beim Board dazu bleiben, haben wir denn klare Entscheidungen, was wir nicht tun wollen, um uns auf die wichtigen Dinge zu fokussieren? Datenverfügbarkeit ist an und für sich sehr gut bewertet worden in dieser Studie. In unserem Unternehmen stehen allen Mitarbeitern für die Arbeit benötigte Daten zur Verfügung, war die Frage. Und hier sagen fast 60% ja, das haben wir. Das klingt damit prinzipiell sehr gut. Das heißt, viele Daten verfügen über die Daten. Jetzt stellt sich die Frage, werden diese auch entsprechend genutzt? Vorhanden sind sie ja mit einer fast Zweidrittelmehrheit. Wenn wir jetzt aber fragen, wie sieht es denn mit der Datenverwendung aus? Und werden diese Informationen über Kundenprozesse und Produkte für ein kundenoptimiertes Erlebnis herangezogen, dann sehen wir nur mehr 25% der Managerinnen und Manager von Unternehmen sagen, ja, da sind wir gut aufgestellt. Und damit stellt sich die Frage, wie können wir mit fast 70% deren, die hier nicht so positiv das Thema einschätzen, es denn schaffen, ein optimiertes Kundenerlebnis zu erzeugen. Es ist natürlich gerade in großen Unternehmen gar nicht mehr möglich, jeden Kunden einzeln zu kennen. Das kann man noch in einem kleinen Ein-Mann-Betrieb, in einem kleinen KMU-Unternehmen. Aber große Unternehmen können das nicht. Das heißt, wenn die Daten dann nicht zur Verfügung stehen, wie wollen wir denn dann unsere Produktinnovationszyklen auf die Bedürfnisse unserer Kunden anpassen? Mitarbeiterbindung, ein Lieblingsthema für mich, der Gallup Engagement Index hat erhoben, dass immerhin 12% der Mitarbeiter in Österreich eine hohe Bindung zu ihren Unternehmen haben. Stellt sich mir die Frage, was machen wir als Management mit den 88% verbleibenden Mitarbeiteranteil, die eine nur geringe Bindung an das Unternehmen haben? Das heißt, wenn wir wissen, und wir haben ja regelmäßig Roundtables mit HR-Managerinnen und Managern, wie es hier um Employer Branding sieht, dann wird hier natürlich einiges investiert, aber investieren wir genug? Ist es das Richtige? Und ist es die einzige Maßnahme, in ein Marketingprogramm zu investieren? Oder müssten wir vielleicht auch was unter Unternehmenskultur adaptieren und vielleicht auch unsere Mitarbeiter partizipativ beteiligen? Wenn wir jetzt aber die Manager und Managerinnen fragen und gefragt haben, wie Sie denn einschätzen, dass sich die Mitarbeiterinnen mit dem Unternehmen identifizieren, dann sagen 66%, also eine verfassungsmäßige Mehrheit, 2/3, sagen, ja, das sehen wir gut aus. Und da muss ich die provokative Frage stellen, sind es nur die Führungskräfte, die diese Meinung sind, dass alles passt? Oder gibt es hier möglicherweise ein Delta, an dem zu arbeiten wäre und wäre es nicht gescheit, diesen auch im Unternehmen einmal aufzugreifen und zu reflektieren, wie denn die unterschiedliche Sichtweise der Dinge ist und was wir daraus lernen können. Lernende Organisation, das wurde mir von einer HR-Managerin erzählt, das ist quasi ein Unwort mittlerweile in der HR-Community, sie können es nicht mehr hören. Ja.
Aber wir haben uns trotzdem erlaubt, diese Frage zu stellen, nämlich mit der Bedrohung, fördern wir denn eine Fehlerkultur? Ist es erlaubt, Fehler zu machen und was daraus zu lernen? Und ist das für uns ein strategisches Ziel? Hier sagen immerhin 54% der beteiligten Managerinnen und Manager von Unternehmen, dass sie dem zustimmen. Wenn ich jetzt aber die andere Hälfte hernehme, stellt sich mir die Frage, suchen wir immer noch lieber die Schuldigen, anstatt eine Lösung zu finden? Mitarbeiterentwicklung ist immer ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also unsere Mitarbeiter sind bereit, sich mit neuen Technologien und Methoden auseinanderzusetzen. Das war die Frage. Und hier haben wir fast 50% der Managerinnen und Manager, die sagen, ja, dazu sind sie bereit. Das heißt aber, die restlichen 52% eher nicht. Und da muss man die Frage natürlich in den Raum stellen, ist es eine demografische oder eine Kulturfrage? Ist es nur eine Frage des Alters und ist die Mehrheit der Digital Natives denn wirklich wahr? Oder könnte es sein, dass wir vielleicht auch keine Lernkultur haben und wenn ich dann sowieso einen auf die Finger bekomme, wenn ich einen Fehler mache, dass ich dann vielleicht auch nichts Neues ausprobieren mag? Haben wir die richtigen Lernangebote für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Machen wir es ihnen leicht zu lernen und Neues hinzuzubekommen? Die Zusammenarbeit in der digitalen Transformation war natürlich auch eine Frage. Und hier haben wir gefragt, ob denn die Organisation darauf eingestellt ist, vernetzt und teamorientiert funktionsübergreifend zu arbeiten. 40% der beteiligten Managerinnen und Manager sagen, ja, dem ist so. Das heißt, der Rest, der uns hierauf fehlt, und Sie werden sehen, das ist doch ein erklägliches Maß, sind fast 60%, da muss man sich die Frage stellen, verhindern Silos und Bereichsfürstendenken im Unternehmen immer noch die notwendige Veränderung? Das ist natürlich auch eine Kulturfrage, punkto in der ganz obersten Führungsebene. Auch das ist ein Feedback, das wir von den HR-Managern und Managerinnen bekommen haben. Helft es uns, unseren Geschäftsführern zu verstehen, damit die verstehen, dass wir Dinge anders tun müssen. Also in der HR-Ebene ist dieses Thema schon angekommen. Ich glaube, wir müssen noch gemeinsam viel daran arbeiten, das auch in der diversen Management- und Geschäftsführungsebene zu verankern. Ja, wie komme ich nun zu so einer digitalen Standortbestimmung? Das hier war ja nur ein Auszug aus einigen, meiner Meinung nach, interessanten Punkten. Also Sie können diesen Digi-Check, das ist sozusagen die Erfassung der Daten, der ist für Sie kostenlos. Es ist sicherlich nicht umsonst und für uns nicht gratis gewesen, weil wir das als Verein natürlich finanzieren, aber für Sie als Teilnehmer der Unternehmen ist das kostenlos. Es sind 32 Fragen. Wenn man sich Zeit lässt, braucht man maximal 20 Minuten, um da durchzukommen. Den Link finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage, digitalsociety.ngo. Und hier haben wir natürlich, damit man nicht viel tippen muss, eine Kurzbezeichnung /QC für Quick Check, ist aber ganz prominent, ganz on top auf unserer Webseite gelistet. Und wenn Sie hier daran teilgenommen haben, wir haben uns vorgenommen, jedes Jahr den Digi-Barometer neu aufzulegen, um zu zeigen, gibt es denn Veränderungen, was ist denn der Outcome aus dem ganzen Thema? Diesen Digi-Barometer, auch diesen Link finden Sie auf unserer Homepage, finden Sie als sonst 20 oder 30 Seiten, ich habe es jetzt gar nicht mehr auswendig im Kopf, aber das können Sie sich herunterladen, auch das ist kostenlos für Sie und einmal schauen, wie stehen denn die anderen Unternehmen zu all diesen Fragebereichen, die mit diesen 32 Fragen erörtert werden. Ja, der Barometer ist, wie gesagt, kostenlos. Sie können ihn runterladen auf Digital Society Institute. Warum auf der Institute-Seite? Na, weil das der Teil ist, der die Forschung für den Verein macht und Digi-Barometer einfach zum Nachlesen. Ja, wir sind der Meinung, es geht in der digitalen Transformation vor allem um den Menschen und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, lade Sie ein, mitzumachen, sowohl im Verein als auch sich die Standortbestimmung zu holen und darf jetzt zurück übergeben an dich, liebe Sonja. Dankeschön. So. Bin ich wieder im Bild. Ich habe jetzt auch kurz nochmal den Link gepostet, dass jeder sofort nach der Veranstaltung unsere Website besuchen kann.
Es ist sehr spannend und danke, Alfons, das Ganze mal aus unternehmerischer Sicht zu betrachten und was Geschäftsführer glauben, wie sie aufgestellt sind und was sie dazu denken. Und ich kann jetzt den dritten Vortragenden ankündigen. Das ist der Thomas Schweinsschwaller. Er ist Lektor an verschiedenen universitären Einrichtungen, Forscher und Organisationspsychologe, und er ist der Gründer von der Organisation Viele Farben, und er spricht heute zum Thema digitale Transformation und unser Beitrag. Thomas? Herzlichen Dank. Danke für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ich habe jetzt bewusst auf eine PowerPoint-Präsentation verzichtet. Ich würde gern so ein paar grundsätzliche Gedanken mit Ihnen teilen und beginne gleich mit einer Frage. Für welche Zukünfte möchten Sie welche Beiträge erbracht haben? Ich bin gebeten worden, als Forscher und als Lehrender auch etwas zu sagen, wie Menschen von der digitalen Transformation betroffen sind und welche Auswirkungen die digitale Transformation auf den Menschen hat und welche Chancen und Herausforderungen sich daraus ergeben. Und wirklich, wenn man eingibt Metastudien, das heißt, Metastudien sind eine Zusammenfassung aus vielen reviewten, also das heißt überprüften Studien, und Psyche, dann ist die Antwort eindeutig klar. Die digitale Transformation ist und bleibt ambivalent. Was meine ich jetzt da damit? Dass sozusagen jede technische Entwicklung ist einerseits von Emotionen geprägt und getragen, wie übertriebener Fortschrittsglaube, was alles möglich sein kann. Wir nennen es Solidismus, oder auch hoher Skepsis. Vielleicht haben Sie das Narrativ gehört über das, was geschrieben worden ist in den Zeitungen. Das waren damals ja die Medien bei Einführung der Eisenbahn. Da wurde gesagt, ein Mensch hält es nicht aus, ohne körperlichen Schaden mehr als 40 Stundenkilometer zu fahren. Die Kühe werden alle sterben durch die Auswirkungen von dem. Also es ist eigentlich Skepsis als erste Grundlage, sich einem Neuen anzunähern, nicht die Ausnahme, sondern normal. Nur 2,3% sind Innovatorengeister und bringen dann sozusagen das Neue auch durchaus hervor und sind mutig und machen Entscheidungen. Und genauso ist es irgendwie auch, sagt Herr Eidenschenk, mit der Digitalisierungsdebatte. Und ich bin sehr froh, dass Digitalisierung nicht gleichgesetzt worden ist von den Kollegen mit, wir brauchen einfach ein paar Technikkompetenzen, sondern dass es eigentlich eine psychosoziale Kompetenz bedarf. Nämlich in dem Sinn, dass er sagt, wir sind irgendwie bei der Digitalisierung so geprägt, dass wir entweder von einer Erlösungsfantasie sprechen oder Erlösung oder den Weg in den Untergang. Und ich habe mal bei der Vorbereitung gedacht, ich lade Sie kurz ein zu einem Gedankenexperiment. Wenn Sie in einen Würstelbrater gehen, dann haben Sie generell alle sozusagen Modelle und Denkstrukturen und Argumentationen für und gegen Digitalisierung auf der Hand. Was meine ich jetzt konkret damit? Sie haben da die Möglichkeit, im Würstelbrater Geisterbahnen zu sehen. Also wo Sie sich, wenn Sie sich reinsetzen, richtig fürchten können. Es gibt auch einen Kasperl im Würstelbrater, wo Sie sozusagen herzhaft lachen können, wenn jemand sich sozusagen gegen Obrigkeit auch auflehnt. Sie haben Hochbahnen an Hochgefühle und Sie haben Glücksautomaten, wo Sie Ihr Geld verlieren können. Wirklich. Seit ungefähr 20 Jahren sagen alle Forscher, sei es Harvard, MIT, die Automatisierung, digitale Transformation ist im Gang. Und sie wundern sich, warum wird darüber so wenig diskutiert, außer über technische Möglichkeiten. Es ist so, dass unsere ganze Art zu arbeiten, zu leben, zu lieben, zu konsumieren, einfach einer nachhaltigen Veränderung unterzogen ist. Und das hat Auswirkungen ganz, ganz stark auf die Person, aber auch auf die Gesellschaft. Und ein paar Fakten zur Auswirkung der Digitalisierung auf die Psyche. Ja, es ist so, dass der Technostress zugenommen hat. Technostress bedeutet das Gefühl der Unsicherheit und den Verlust sozusagen von Autonomie und Selbstständigkeit durch Zusammenarbeit mit Maschinen oder KI. Auch die Merkfähigkeit leidet. Merkfähigkeit leidet dann, wenn wir sozusagen zu viel im Internet unterwegs sind und irgendwie uns ständig darauf verlassen, dass wir bei Wikipedia schon einen Eintrag finden werden.
Auch sind wir in einer sogenannten Like-Kultur angelangt durch die Digitalisierung, wo wir alles, wenn Sie zum Beispiel auf die Toilette gehen, auf einen Flughafen, können Sie mit einem Like sofort sagen, ist gut, schlecht oder weniger. Und das hat hohe, massive Auswirkungen auf junge Menschen und nämlich in Bezug auf deren Selbstwert. Es gibt ein Phänomen der Internetsucht, es gibt Entgrenzungserlebnisse. Das ist alles auf dieses eher negative Seite gesehen. Auf der positiven Seite wird durch digitale Transformation absolut vieles ermöglicht. Einerseits sind Informationen so leicht zugänglich wie noch nie und es gibt gute Informationen im Netz. Es ist eine Verbindung in Echtzeit weltweit möglich. Stellen wir uns vor, die Pandemie wäre gewesen und es wäre uns nicht gelungen, in so kurzer Zeit auf Homeoffice oder digitale Besprechungen umzustellen. Wir haben eindeutig weniger Unfälle durch Automatisierungen. Auch in allen Studienergebnissen sind selbstfahrende Autos noch immer sicherer als wie sozusagen Autos, die von Personen gelenkt werden. Wir haben eine große positive Auswirkung gesehen, dass wenn es gelingt, Mensch- und Maschineninteraktionen so zu gestalten, dass die Person, die sie bedient, noch das Gefühl hat, sie wird nicht von der Maschine übernommen, sondern sie kann mit der Maschine kooperieren und zusammenarbeiten, dass es ganz, ganz viel an positiven Möglichkeiten hat. Und das könnte man jetzt noch weiter und weiter und weiter und weiter führen, an guten und an schlechten Ergebnissen. Was es aber uns zeigt, ist, dass es eindeutig sozusagen auch hier wiederum so häufig eine Dichotomisierung gibt. Sie nennt das, eine Kollegin von mir nennt das, die sich mit Cyberpsychologie beschäftigt, sozusagen, dass es einerseits den Chancenblick gibt, das heißt die Personen, die sich nur auf die Chancen bei der digitalen Transformation konzentrieren wollen, auch Geschäftsmodelle entwickeln wollen und andere, die in Ohnmacht sind, die in Furchträume hineingehen. Und wir sehen die Ambivalenz der gesamten Digitalisierung an einem einzigen Beispiel, nämlich in Zusammenarbeit, also sozusagen Befunderstellung durch KI, also durch künstliche Intelligenz. Das ist hochspannend, dass sozusagen mehrere überprüfte Studien zeigen, dass durch KI die Krebserkennung um das 40-fache erhöht ist als von einem hoch ausgebildeten diagnostischen Arzt. Das ist die positive Seite. Die negative Seite ist aber gleichzeitig auch folgende. In dem Sinn ist, dass auch durch KI es ja auch in Österreich so etwas gab, dass man Langzeitarbeitslose über Logarithmen einteilen wollte, in welche, wo es sich noch auszahlt zu investieren und wo es sich nicht auszahlt. Und nur zivilgesellschaftliche sozusagen Agitation, nur sozusagen das Aufzeigen, dass welche Gefahren damit verbunden sind, führte dazu, dass diese Sache nicht umgesetzt worden konnte. Einerseits ist mit der Digitalisierung eine unsagbare Möglichkeit an Demokratisierung verbunden. Nirgends, nie war es noch so leicht, demokratisch etwas hochzufahren. Da gibt es einige interessante Modelle, die im Internet zeigen, wie es auch gelingen kann. Und gleichzeitig haben wir eine solche sozusagen auch Gefährdung und Gefahr der repräsentativen Demokratie durch die Dominanz von Tech-Konzernen, wie das schon jemand gesagt hat. Und vielleicht ist unter diesen Ambivalenzen, die wir da haben, und dieser ungelösten, so ganz eindeutig ist es nicht, wiederum diese Frage so sinnvoll zu sagen, für welche Zukünfte möchte ich welche Beiträge geliefert haben? Welche Zukünfte wünschen wir uns eigentlich, wo wir sozusagen die Folgen und Nebenwirkungen durchaus beachten? Und vielleicht ist Skepsis, vielleicht ist Angst nicht sozusagen etwas, was schädlich ist für die digitale Transformation, sondern eigentlich der erste Schritt einer sogenannten Transition und höchstwahrscheinlich eine Ressource und normal. Was meine ich jetzt damit? Wir wissen, dass wir Psychologen, sagen so zumindest das so im Erwachsenenkontext, sind wir sozusagen eher Gewohnheitstiere. Das heißt, hat unser Hirn einmal eine Regelmäßigkeit gefunden, dann hält es eher daran fest, in dem Sinn, und Sie merken das ja, wie leicht es geht irgendwie, wenn Sie sich überwunden haben, etwas Neues zu lernen, dann halten Sie eher auf dem fest, auch in Firmen ist das häufig so. Und es braucht dann schon sehr viel psychische Energie dazu, zu sagen, ich lasse das los. Und jetzt ist es aber so, dass wir durch die digitale Transformation das ja nicht selbst uns organisiert haben als Menschen, sondern mittendrin sind. Und wir uns befinden in einer sogenannten Transition. Und über diese möchte ich kurz reden, weil es meines Erachtens die psychischen Momente besser erklärt, worunter wir häufig in Unternehmen
auch mit HR-Managern reden oder auch mit Führungskräften oder auch mit Mitarbeitern beschäftigt sind, mit dem, dass es darum geht, eine Transition zu gestalten. Und dazu ist für die digitale Transformation nicht nur digitale Kompetenz notwendig, sondern emotionale Kompetenz. Oder so etwas wie die Fähigkeit, seine eigenen Emotionen zu erkennen und auch als Führungskräfte und Manager diese Emotionen ernst zu nehmen, zu adressieren und anzusprechen und nachzudenken darüber, wofür steht die Furcht? Gibt die Furcht oder Angst nicht auch ein wichtiges Signal, dass wir vielleicht als Führungskräfte oder als Manager nicht so klar sind, für welche Zukünfte wir welche Beiträge leisten wollen? Und ganz ehrlich, wenn es darum geht zu rationalisieren, bin ich mir nicht sicher, ob ich als Mitarbeiterin so begeistert bin. Es kann schon aber auch anders sein, dass ich es spannend finde, gute Kundenerlebnisse zu machen und bin als Mitarbeiterin dann mehr bereit, mich einzulassen. Und dieses Transition-Modell, also diese emotionale Veränderung, hat Bridges nachgewiesen, der war ein Forscher auch in Amerika, der gesagt hat, es beginnt sozusagen mit einem emotionalen Akt, sich in dem Neuen, in der Transformation zu finden. Und das wesentliche Gefühl, was da stattfindet, ist Ambivalenz. Er nennt es auch der Versuch, die Blätter auf den Bäumen zu lassen, obwohl es schon eigentlich Herbst ist. Was meint er damit? Und Sie kennen das vielleicht aus Ihrem Firmenalltag, aber auch aus dem Privaten ist, noch nie ist etwas so beliebt gewesen bei Ihnen wie am Tag der Abschaffung. Das heißt, was wir hier haben in diesen Phasen, den Annähern und sozusagen uns beschäftigen mit etwas, was unsicher macht, weil wir ja nicht genau wissen, für welche Zukünfte machen wir denn das eigentlich. Dem Sinn führt dazu, dass Menschen eher in einen Modus kommen, der heißt, ich passe mal auf und sich sozusagen eher zurückziehen. Andere Menschen hyper engagieren sich und machen damit als Innovatoren natürlich gute disruptive Änderungen, wie wir schon gehört haben, sind bereit auf dem Weg, sich zu machen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir übrigens ausgehen können, dass 70% aller Menschen bei Veränderungen in ihrem Leben, sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext, als erstes mit Ambivalenz, dann mit so etwas wie Angst, Sorge, Furcht und als nächstes dann erst mit einer Form von Hoffnung verbunden sind. Das heißt, dieser Weg, diesen gilt es zu gestalten und das kann man am besten dadurch gestalten und das hat auch sehr schön Bridges herausgefunden in dieser Transition, indem wir uns die Frage stellen und ausrichten auf das, was wir wirklich wollen. Das bedeutet, dass es um Loslassen geht, dass es um auch sozusagen Furcht zulassen und jetzt, was der Kollege vorher gesagt hat, auch um angstfrei Fehler machen zu können, ist alles ganz wesentlich und wichtig, wenn wir in diese Phase, zweite Phase der Transition kommen. In dieser zweiten Phase der Transition geht es dann darum, diese Welt dazwischen auszuhalten. Diese Welt, wo wir noch nicht genau wissen, wohin führt denn das Ding? Wohin kommt denn das? Was bedeutet das für mich persönlich? Was bedeutet das für mein Umfeld? Und was bedeutet das auch zum Beispiel für meine Familie? Um sich dann nachher, nach diesem Prozess, dieser emotionalen sozusagen auch Reifung, die da stattfinden kann und begleitet werden muss aus meiner Sicht, ja, dem Sinn sich ausrichten kann auf das, wofür wir bereit sind, unsere Energie auch zu verwenden. Der Begriff des Employer Brandings ist da schon genannt und so weiter. Das hat alles etwas damit zu tun, ist, kann ich vertrauen? Kann ich vertrauen, dass meine Unternehmen, in denen ich als Mitarbeiterin arbeite, für eine Zukunft, die ist, die ich eher gestalten will, tätig sind oder nicht? Und das ist eine grundsätzliche Frage, die wir mit der Digitalisierung und mit jeder Technologie verbinden müssen. Nicht alles, was wir digitalisieren können, ist sinnvoll, haben wir schon gehört. Manches ist aller Voraussicht nach auch hochschädlich. Und da bedeutet es, dass es darum geht, es auszutauschen, nachzudenken, auch auf die negativen Seiten hinzuhören und vor allem auch sich zu entscheiden, etwas auch nicht zu tun. Wenn man Antje Flade, eine sozusagen habilitierte Cyberpsychologin, ernst nimmt, sagt sie, wenn wir weitermachen wollen, so machen wie bisher, dann haben wir durch die Digitalisierungstransformation, die im Moment läuft, eine massive Demokratiegefährdung durch dominante Tech-Konzerne und machtlose Regierungen, haben wir eine absolute Zunahme an Arm und Reich und haben wir hohe Exklusionsphänomene.
Exklusionsphänomene bedeutet in dem Sinn, dass wir Menschen, die keinen Zugang zum Netz haben zum Beispiel, auch in dem Sinn verlieren werden dabei. Dass es so werden wird, auch dass wir wiederum weitere Klüfte haben. Also insofern wäre es, wenn wir über digitale Transformation reden und auch die Möglichkeiten natürlich auch sozusagen sehen wollen, richtig auch, glaube ich, kurz innezuhalten und sich wirklich grundsätzlich diese Frage zu stellen. Ein Forscher im MIT, Otto Sharma, hat einmal in einem Vortrag eine sehr interessante Feststellung getroffen. Und die interessante Feststellung war, Digitalisierung scheint im Moment die Lösung für alles zu sein. Aber was war eigentlich die Frage? Und meine Vorredner sind schon auch eingegangen drauf, auf was der Hintergrund war für Digitalisierung, was sozusagen auch Momente sind. Und hier zeigt die Gesellschaft für Stiftung Datenschutz einige erhebliche und bemerkenswerte Aspekte an Schwierigkeiten auf, auch die durch die Digitalisierung und Transformation, die damit verbunden ist, da sind. Wie zum Beispiel die Datifizierung der Welt. Ja? Oder auf Algorithmen beruhende Entscheidungsprozesse, die geheim gehalten werden, die nicht veröffentlicht werden, die sozusagen für auch natürlich als Geschäftsmodell dienen, die die Frage aufwirft, welche Formeln werden durch wen wie entwickelt und welche Färbungen gibt es dabei. Die Verantwortungsverlagerung von Mensch und Maschine, zum Beispiel durch selbstfahrende Autos oder Debatte um Roboterrechte. Da ist die Frage irgendwie darum, wie viel Ersetzen des Menschen ist eigentlich wünschenswert. Die Personifizierung von Online-Diensten, das heißt die Nutzung von Daten und Einkäufen für Werbung und Entwicklung von Risikoprofiles von Nutzern, das heute schon in amerikanischen Versicherungsgesellschaften benutzt wird. Und ich weiß auch, dass es einige Prototypen dazu jetzt hier schon auch in Europa gibt. Die verkürzte Kommunikation. Das Verändern sozusagen, wie wir miteinander in einen Dialog treten. Zum Beispiel hier sei nur Fake News oder Shitstorm genannt. Welche Regeln gelten eigentlich in der virtuellen Kommunikation? Auch vergisst das Netz nie. Das heißt, wer soll wann was über mich abrufen dürfen? Und last but not least, das muss in diesem Zusammenhang gesagt werden, obwohl es vielen auf die Nerven geht, das Überwachungsproblem. Mit dem Experiment in China, was wir sehr wohl wissen, dass Wohlverhalten belohnt wird, überwacht wird und dass die Ungleichheit wieder mehr nimmt. Gleichzeitig, bei all diesen Dilemmata und auch Problemen, die ich aufzeige, sind ungemeine Chancen drin. Gerade durch die Überwachung kann es so möglich sein, dass Menschen, die sozusagen alt sind oder allein in einer Wohnung sind, durch Smart Wohnungen sehr lange alleine leben können. Es ist auch so, dass durch das Netz natürlich uns wir mit viel mehr Menschen weltweit in Echtzeit oder leichter verbinden können. Es dient auch dazu, dass Kommunikation natürlich durch das Netz oder durch Digitales viel mehr erhöht wird. Personifizierung von Online-Diensten ist für alle Marketingmaßnahmen hoch sinnvoll oder eben auch nicht. Die Verantwortungsverlagerung Mensch und Maschine ist, natürlich gibt es etwas, was wir sozusagen sehr gut nutzen können, wenn Maschinen für uns etwas erledigen und arbeiten und wir dann frei sind für, wie die Kollegen gesagt haben, auch schon für kreative Tätigkeiten. Nur die Frage ist, werden am Ende des Tages so viele Arbeitsplätze da sein? Oder für Entscheidungsprozesse, habe ich schon erwähnt. Krebsdiagnose wird früher durch KI entdeckt als wie durch Expertin, aber auch gleichzeitig durch Negative. Datifizierung der Welt. Ja. Auch in dem Sinn, da gibt es ja sehr viele Personen, die dafür plädieren, dass es ein Menschenrecht werden muss, netzfrei und ohne Online-Zugang leben zu dürfen. Digitalisierung ist die Lösung. Was aber war die Frage? Und wiederum komme ich mit der Frage, die ich Ihnen am Anfang schon gestellt habe, und frage Sie, für welche Zukünfte möchten Sie welche Beiträge gemacht haben. Weil die Zukünfte, die wir sozusagen entwickeln werden, Zukunft ist unsicher, wir können sie nicht genau prognostizieren, aber wir können sozusagen jetzt in der Gegenwart ganz bestimmte Entscheidungen treffen. Und in der Vorbereitung zu diesem kurzen Statement und den Auswirkungen und seelischen und gesellschaftlichen Auswirkungen der digitalen Transformation bin ich auf ein kleines Büchlein gestoßen.
Und das finde ich sehr spannend. Weil unabhängig davon, dass es notwendig ist, wie ich glaube, nicht nur Technik-Know-how zu importieren in Firmen oder einen Umgang zu finden für jede Einzelne, geht es auch darum, emotionale Kompetenz zu entwickeln und zu schauen, wie wir durch diese Transition gut begleitet werden können und auch gut durchgehen können. Das heißt, diese Fähigkeit entwickeln. Geht es um eine Sache bei der Frage, für welche Zukünfte wir etwas tun wollen. Vor allem darum, um ethische Diskussionen. Meine ethische Diskussion, die Herr Schirach gerade jetzt aktuell sozusagen auch veröffentlicht hat, der ein kleines Büchlein geschrieben hat und gesagt, jeder Mensch. Und es gibt insgesamt 6 Artikel. Auf 2 möchte ich hier vorlesen, weil sie uns einen Hinweis dafür geben könnten und können, für welche Zukünfte wir welche Beiträge gemacht haben wollen. Und sei es als einzelne Person in unserer Verantwortung, sei es als Manager in Unternehmen. Das eine ist Artikel 2, digitale Selbstbestimmung. Jeder Mensch hat das Recht auf digitale Selbstbestimmung. Die Ausforschung oder Manipulation von Menschen ist verboten. Nehmen wir mal an, wir würden einen Diskurs schaffen, einen gesellschaftlichen Diskurs. Welche Bedeutung hätte das nicht nur auf Gesetze, sondern auch auf Geschäftsmodelle? Und welche Bedeutung hätte das wiederum für die Mitarbeiterin, wenn diese Frage geklärt ist? Und das andere ist Artikel 3, künstliche Intelligenz. Jeder Mensch hat das Recht, dass ihn belastende Algorithmen transparent und überprüfbar sind. Wesentliche Entscheidungen muss der Mensch alleine treffen können. Und er setzt da noch was drauf und sagt, es ist also wichtig, dass das jeder Mensch eigentlich so wie etwas wie die Grundrechte direkt einklagen kann und damit auch sozusagen für eine Welt sich engagiert, in der es möglich ist, eines noch zu verteidigen, nämlich das, was ein sehr interessanter anderer Philosoph gesagt hat, das zutiefst Menschliche. Und das zutiefst Menschliche ist, auch nicht effizient zu sein, Fehler zu machen, falsche Entscheidungen zu treffen. Die Verteidigung von Selbstwirksamkeit. Und ich glaube, dass diese Fragen in Firmen, aber auch in der Gesellschaft zu stellen sind, wenn wir eine gute Transition wollen, wenn wir wollen, dass mehr Menschen aus der Skepsis und aus der Angst rausgehen, wenn sie klare Antworten bekommen, denen sie vertrauen können, wofür möchten wir mit unseren Produkten, mit unserem Geschäftsmodell und mit unserem Handeln welche Zukunft gestalten? Das bedeutet zum Beispiel auch nicht einen klassischen Technikverzicht, überhaupt nicht. Aber es bedeutet zum Beispiel auch zu überlegen, ob man vielleicht nicht bei einer großen Firma, die so kundenfreundlich ist, wie sie erwähnt worden ist, wir etwas bestellen, sondern vielleicht doch beim Buchhändler nebenan. Der hat auch schon einen Digitalshop. Ich hoffe, ich habe ein paar Anregungen für Sie zu diesem Thema digitale Transformation ermöglicht. Und ja, bin jetzt gespannt auf Ihre Rückmeldungen auch. Es war ja von meiner Seite jetzt, glaube ich, innerhalb des Zeitrahmens, der mir vorgegeben war. Ja, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So. Danke, Thomas, für diesen menschlichen, gesellschaftlichen Einblick in die digitale Transformation. Ich möchte mich bei dir bedanken. Ich möchte mich jetzt auch bei den anderen zwei nochmal bedanken. Es war ein sehr spannender Abend und ich